Kritisch, sarkastisch, lustig. Die Liste der Zutaten für eine gelungene Karikatur ist lang und die richtige Mixtur eine Kunst. Jetzt erst recht. Unter diesem Motto ehrte der Deutsche Karikaturenpreis in Dresden heute zum 11. Mal die besten deutschsprachigen Karikaturisten. Yes, we can. Friedensgespräche oder ganz ohne Worte. Karikaturen sind Kunst, Malerei gepaart mit journalistischem Gespür. Die Sächsische Zeitung ehrt jedes Jahr die Meister dieses Faches. Preisträger in diesem Jahr Rudi Hurzelmeier. Kirche von hinten, sein Beitrag zum Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Für unsere Branche ist es tatsächlich wie Cannes für einen Film. Die bedeutendste Veranstaltung für Karikatur im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa, glaube ich. Im Dresdner Schauspielhaus wurden die Preisträger geehrt. Platz 2 ging an Haug und Bauer. Man kann auch keine Kinder und keine Karriere machen. Platz 3 für Mock. Tun Sie es nicht. Man kann doch über alles twittern. Die Jury hatte die Qual der Wahl. 140 deutschsprachige Karikaturisten reichten 560 Zeichnungen ein. Wenn Sie eine gute Karikatur haben, dann ist es immer die Karikatur, wo man nicht sofort loslacht, sondern wo man kurz überlegt, dann lacht und dann kommt die Erkenntnis. Und dann schaut man nochmal hin und kann noch was entdecken und dann ist sie gut. Der Ehrenpreis für das Lebenswerk ging an den langjährigen Eulenspiegel-Zeichner Rainer Schwalme. Die Karikaturen sind noch bis Januar im Dresdner Haus der Presse zu sehen. Ein proppevolles Haus und das am Sonntagmorgen, da muss es schon etwas Besonderes geben. Im ausverkauften Dresdner Schauspielhaus waren das die besten Karikaturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. 143 Zeichner hatten sich um den Karikaturenpreis beworben. Bekommen hat ihn der Münchner Rudi Hurzelmeier. Aber gewonnen haben eigentlich alle. Für unsere Branche ist es tatsächlich wie Cannes für einen Film. Die bedeutendste Veranstaltung für Karikatur im deutschsprachigen Raum, wenn nicht sogar in Europa, glaube ich. Der mit 10.000 Euro dotierte Karikaturenpreis wird von der Sächsischen Zeitung verliehen. Das Motto in diesem Jahr, jetzt erst recht. Die gedruckte Karikatur vermag es, einen Kommentar zu geben, den man sofort erfassen kann. Und das ist das große, große Vorteil der Karikatur. Den Preis für das Lebenswerk erhielt Rainer Schwalme, den Menschen in den neuen Bundesländern noch bestens bekannt, vom Eulenspiegel. Und auch heute immer noch aktiv. Rüstige Rentner, prächtige Präsidenten und peinliche Patzer, all das ist noch bis zum 16. Januar 2011 im Dresdner Haus der Presse zu sehen.